Und wir wollen genau diese Erläuterung nun vertiefen. Wir wollen fragen, was diese Ergebnisse für die europäische und deutsche Sozialpolitik bedeuten und wie europäische und deutsche Entscheidungsträger, einschließlich zivilgesellschaftliche Organisationen wie die Hans-Böckler-Stiftung, tun können, um die Zustimmung für Europa zu erhöhen. Welche Projekte und welche Initiativen können zum Beispiel Vertrauen aufbauen und auch Zweifel abbauen? Das wollen wir alles nun im Dialog besprechen und ich darf die Gesprächsteilnehmer nun auf die Bühne bitten. Ich freue mich sehr, die Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz und die Spitzenkandidaten der SPD für die Europawahl zur Bühne zu bitten, Dr. Katharina Barley. Herzlich willkommen. Sie können gerne hier in der Mitte. Und ich freue mich sehr, den Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes und Vorsitzenden des Vorstands der Hans-Böckler-Stiftung, Rainer Hoffmann, auf die Bühne zu bitten. Jetzt möchte ich zunächst einfach Ihre Reaktion hier auf diese Ergebnisse hören. Was hat Sie überrascht? Was gibt Ihnen vielleicht zu bedenken, auch in Bezug auf die eigene Arbeit? Frau Barley. Also erstmal schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung an die Hans-Böckler-Stiftung. Mich hat eindeutig am meisten überrascht die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das ist auch nicht unbedingt typisch, also da würde ich am liebsten auch noch mal ein bisschen nachfragen bei Herrn Hilmer, weil wir eigentlich, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber ich sage es jetzt einfach mal, normalerweise sind Frauen ja doch eher so das vernünftigere Geschlecht, sage ich mal. Diskutieren wir noch, Rainer? Nee, aber wenn es jetzt darum geht, Zustimmung zu Rechtspopulismus zum Beispiel, also oder zu Extremismus in jeder Form, da sind Frauen immer weniger vertreten als Männer. Und eigentlich, wenn es darum geht, Gemeinsinn vor Egoismus, sind Frauen eigentlich immer dabei. Und das ist ja das, worum es in Europa geht. Da geht es darum, dass man sich zusammentut, solidarisch ist, damit es allen gemeinsam besser geht. Und eigentlich ist das was, was üblicherweise eher die Frauen anspricht. Deswegen bin ich gespannt, was dahinter steht. Es kann natürlich sein, diese Diskrepanz, diese große Diskrepanz zum Beispiel bei der Lohngleichheit von Männern und Frauen zwischen der Erwartung und dem, was man realisiert sieht. Es kann vielleicht sein, dass Frauen da auch besonders enttäuscht sind, aber da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Und andere Erkenntnisse, wo Sie sagen würden, das ist mir neu oder das finde ich sehr bedenklich und vielleicht sogar etwas also verunsichernd. Naja, dass bei der kritischen Bildungselite 27% die Linkspartei wählen würden, das finde ich schon bemerkenswert. Ich frage mich dann, wie groß die Gruppe ist. Also die jeweiligen Gruppen, ob die ungefähr gleich groß sind, weiß ich nicht. Das Problem der Sozialdemokratie ist schon lange bekannt und das zeigte sich auch in diesen Statistiken, nämlich dass wir die Partei sind, die überall ordentlich ist, aber nirgendwo Riesenausschläge hat. Das ist schon seit einer Weile so. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir wenig polarisieren. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, Herr Hilmer hat es schon gesagt, wir müssen dieses Profil, das wir ja haben, auch wieder stärker schärfen. Und ich glaube, wir haben da tatsächlich gestern einen guten Schritt getan in die Richtung. Darauf kommen wir noch zurück. Aber jetzt würde ich gerne hören, Rainer Hoffmann, was hat Sie da überrascht? Was finden Sie da vielleicht bedenklich? Und was hat es mit Ihrer Arbeit zu tun? Na, lassen Sie mich erstmal den Hinweis geben, dass ich mich natürlich freue, mit der Spitzenkandidatin der SPD hier in der Diskussion mit Ihnen den Abend bestreiten zu können, aber auch den Hinweis geben als Vertreter des DGBs und damit als Vertreter einer Einheitsgewerkschaft, dass wir auch andere Spitzenkandidaten eingeladen haben,
das ließ sich terminlich nicht vereinbaren und da haben Michael Gugemos und ich gesagt, das reicht auch, wenn wir hier zu dritt die Debatte bestreiten. Schön. Ich sage das nur der guten Ordnung halber, damit keiner Desorientierung hat, dass wir hier sozusagen unseren Anspruch als Einheitsgewerkschaft möglicherweise nicht ganz im Blick haben. Was auffallend ist, aber das ist überhaupt nicht neu, dass die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger in das europäische Integrationsprojekt nach wie vor außerordentlich hoch ist. Nicht nur bei den Themen Frieden sichern, auch bei dem Thema soziale Gerechtigkeit, für Arbeit, gute Arbeit zu sorgen. Auf der anderen Seite aber die Bewertung, wie die aktuelle Politik der Europäischen Union wahrgenommen wird, deutlich schlechter ist. Das kann man nachvollziehen, finde aber auch, dass wir immer wieder ein Problem damit haben, dass wir uns außerordentlich schwer tun, viel selbstbewusster deutlich zu machen, welche wahnsinnigen Fortschritte, welche wahnsinnigen positiven Errungenschaften wir aufgrund der europäischen Integration haben, die wir ohne Europa nicht hätten, auch im Hinblick auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte. Das ist immer ein Stück weit unterbelichtet und es hat leider auch immer wieder damit zu tun, dass, wenn es um die Europapolitik geht, fast alle Parteien sich außerordentlich schwer tun, diese Erfolge auch klar zu benennen. Ich nenne nur zwei, drei Beispiele, dass jegliche europäische Gesetzgebung, wenn sie über den etwas technischen Weg von Richtlinien erfolgen, von den nationalen Parlamenten in nationale Gesetzgebung umgesetzt werden muss, aber die nationalen Parlamente dann die Erfolge auf ihre Schultern nehmen und nicht deutlich machen, dass sie eigentlich nichts anderes machen, ja, als einen europäischen Rechtsstand umzusetzen, den wir in Europa gemeinsam erreicht haben. Das halte ich nach wie vor für ein extrem großes Defizit, dass wir nicht selbstbewusster auf die wahnsinnigen Erfolge, insbesondere auch im Bereich der Arbeits- und Sozialrechte, hinweisen, wohl wissend, dass Europa in den letzten 20 Jahren an vielen Stellen zum Stillstand verurteilt war, was aber auch wiederum nicht so sehr an den europäischen Akteuren in Brüssel, bei den Europaabgeordneten oder auch bei der Kommission liegt, sondern es hat immer auch was damit zu tun, wie sind die nationalen Machtverhältnisse und wie sind die Verhältnisse im Rat. Und der Rat kommt dabei einfach immer viel zu kurz, wo nationale Politiker sich denn damit schmücken, nach Hause zu kommen, wo in Europa versucht wird, Kompromisse zu erzielen, aber dieses Europa nicht in der Lage ist, diese Kompromisse zu liefern, die sie selber verhindert haben. Das, glaube ich, ist eine Ursache dafür, dass das Bewusstsein für die Menschen im Hinblick auf die Errungenschaften Europas unterbelichtet ist. Und letzter Satz vielleicht noch, das war nicht so sehr bei den letzten Europawahlen der Fall. Da ist es schon deutlich besser geworden. Und Herr Hilmer hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Wahlbeteiligung bei den letzten Wahlen um ca. 5-6% wieder gestiegen ist. Sie ist aber deutlich immer noch geringer als bei allen nationalen Wahlen. Und die Europawahlen häufig eben keine Europawahlen sind, sondern Wahlen, wo mit den nationalen Regierungen abgerechnet wird, wo nationale Themen im Vordergrund stehen und nicht die europäische Perspektive. Liebe Frau Bali, was wir gerade gehört haben von Rainer Hoffmann, ist zum Teil vielleicht eine Erklärung für dieses zweite Ergebnis, was wir da gesehen haben, dass 37% sagen Vorteile, aber glaube ich 39% sagen, es hält sich die Waage. Ich fand diese Slide etwas entmutigend, muss ich sagen. Ist das wohl die Erklärung dafür oder sehen Sie auch andere Faktoren? Das sind teilweise die Erklärungen dafür. Das stimmt. Gerade in Großbritannien hat man das ganz stark gesehen, dass dort niemand war, der tatsächlich für die Europäische Union, für den europäischen Gedanken jemals Partei ergriffen hat. Ich war im Vorfeld des Referendums, ich bin ja halbe Britin, deswegen sehr involviert in diese ganze Geschichte und ich war öfter dort und habe dann die Labour-Kolleginnen und Kollegen gefragt, sag mal, ihr müsst doch rausgehen, ihr müsst doch sagen, hier, ne, kämpft für Europa, das ist unsere sozialdemokratische Labour-Erzählung. Und dann sagten die mir, wir haben ein Problem mit unserem Wahlrecht. In Großbritannien herrscht das Mehrheitswahlrecht. Also man hat einen Wahlkreis und wer da die meisten Stimmen hat, ist drin und alle anderen sind draußen. Es gibt das nicht wie bei uns mit der Zweitstimme und der Liste. Und wenn du also ein Thema hast, was nicht populär ist in der Bevölkerung, dann tust du den Teufel, das zu promoten, also das stark zu machen, weil dann bist du weg vom Fenster. Das haben in der Wahl vor dem Referendum nur
nur eine Partei gemacht, die Lib Dems, die Liberalen. Und die waren danach von 53 auf 11, glaube ich, runter. Und deswegen hat da nie jemand mal gesagt, die Europäische Union ist eine tolle Geschichte. Bei uns ist es nicht ganz so krass, aber es ist bei uns tendenziell so, wie Rainer Hoffmann sagt, die Meriten nehmen die nationalen Regierungen gerne für sich in Anspruch, loben an die EU, das ist eher selten. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, den ich gerne nennen möchte. Die Europäische Union ist gegründet worden als Wirtschaftsgemeinschaft, als Wirtschaftsunion. Und das war sie lange auch fast ausschließlich. Und viele Menschen haben das Gefühl, das ist ein Europa der Unternehmen, der Konzerne, der Banken, der Regierungen. Aber mit mir hat das eigentlich nichts zu tun. Und wenn es um diese sozialen Fragen geht, dann bitte ich immer sehr darum, ich bitte auch alle, die jetzt hier sind, darum, dass nicht der EU anzulasten, dass die sozialen Themen bisher noch ein bisschen unterbelichtet sind, sondern das ist ein Teil ihrer Entwicklung. Weil wenn man schon so einsteigt, die EU versagt ja schließlich im Bereich Soziales, wie das manche tun, auch durchaus bei uns in der Partei manche tun, dann füttert man eigentlich den Zorn der Euroskeptiker, was man nicht tun sollte, weil wir sind in einer Entwicklung. Europa entwickelt sich weiter. Und wir müssen unseren Teil dazu liefern, dass diese soziale Säule stärker wird. Ich war 6 Monate lang geschäftsführende Arbeitsministerin. Ich habe diese europäische Säule sozialer Rechte mit unterzeichnet. Aber die Konservativen in diesem Land und anderswo wollen das gar nicht. Das sollte eigentlich gefeiert werden, diese Unterzeichnung in Göteborg. Ganz großartig. Das war nicht gewollt. Das ist sabotiert worden. Und ich habe damals noch als Familienministerin auf einem Podium gesessen mit dem Chefvolkswirt von Schäuble damals. Und ich habe ein flammendes Plädoyer für das soziale Europa gehalten. Und er sagte dann ganz klar, wir wollen kein soziales Europa. Wir halten Europa mit sozialen Fragen für überfrachtet. Also da müssen wir auch ganz klar machen, wo sind denn die Kräfte, die den sozialen Aspekt Europas stärken wollen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte stärken wollen. Das wird, und da bin ich Herrn Hilmer sehr dankbar für seine Analyse, dass das auch richtig ist, da wird ein ganz großes Feld der Auseinandersetzung liegen in dieser Wahl. Rainer Hoffmann, vor, glaube ich, fast einem Jahr haben wir für die Böckler Stiftung oder die Böckler Stiftung hat in Brüssel eine Veranstaltung gemacht, genau darüber mit Hinblick auf die EU-Wahl. Wie finden wir ein anderes Narrativ für Europa? Wie finden wir eine überzeugende Geschichte, die eben all diese, die sagen, also ambivalent, also es hält sich die Waage, die diese Menschen erreicht? Was kann die Stiftung dafür tun? Naja, die Böckler Stiftung hat da ja schon eine ganze Menge für getan und ich will nur ein Beispiel nennen, was viele überhaupt nicht wirklich auf dem Schirm haben, dass wir in den letzten 30, 40 Jahren, was den sozialen Besitzstand, den Acquis Communautaire betrifft, durchaus erhebliche Fortschritte gemacht haben. Das fängt an mit Richtlinien, die aus den 70er Jahren kommen, wo Arbeitnehmervertretungen, Betriebsräte zum ersten Mal verbriefte Rechte bekommen haben, europaweit, wenn es um die Frage geht, der Sicherung von Arbeitnehmeransprüchen bei Massenentlassungen, bei Fusionen. Wir haben eine Richtlinie in den 90er Jahren durchgesetzt, die war auf viel Widerstand gestoßen, wäre ohne Europa nie möglich gewesen, dass wir heute sowas haben wie eine europäische Interessenvertretung, europäische Betriebsräte. Über 1300 Unternehmen in Europa haben heute diesen Standard von europäischer Interessenvertretung. Das wird weitestgehend verschwiegen, nicht wahrgenommen. Und wir haben in vielen anderen Bereichen Fortschritte erzielt, wo wir selbst in Deutschland erheblich von profitiert haben. In den 80er Jahren der gesamte Bereich des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Das, was wir heute an nationaler Gesetzgebung haben, basiert auf europäischer Regulation, ist in nationales Gesetz umgesetzt worden. Und es war durchaus so, dass es da auch einen Fahrstuhleffekt für Deutschland gegeben hat, dass Arbeits- und Gesundheitsschutz hier deutlich verbessert wurde. Wir haben natürlich auch, weil wir mit starken Gewerkschaften in diesem Lande natürlich auch starke Mitbestimmungs-, starke Beteiligungsrechte haben, vieles in Europa durchgesetzt, was für uns selbstverständlich ist. Aber auch das haben wir nicht ausreichend im Blick, weil wir damit natürlich insgesamt in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union einen Fahrstuhleffekt erzeugt haben, wo wir nicht zwingend zusätzlich profitiert haben, aber wo andere Mitgliedstaaten Arbeitnehmerrechte
deutlich gestärkt haben. Das war im Übrigen, Katharina, eines der zentralen Gründe für den britischen Gewerkschaftsbund, den TUC, sich deutlich für ein Remain auszusprechen. Anders als die Labour Party, die es nicht geschafft hat, dieses Thema positiv nach vorne zu setzen, waren es immerhin die britischen Gewerkschaften durchaus auch in sich gespalten, aber mehrheitlich für den Verbleib in der Europäischen Union, weil sie genau wissen, welche arbeitsrechtlichen, welche sozialen Standards sie von Europa haben, die sie jetzt bei einem möglichen Austritt schlicht und ergreifend befürchten, dass sie diese Standards verlieren werden. Man muss allerdings sagen, wenn wir die Aufgabenliste anschauen, wir sahen auf der ersten Slide eine sehr hohe Priorität auf Sicherheit, interessanterweise, und auf diese zweiten Slide Schutz des Arbeitsplatzes. Aber Arbeitnehmerrechte und gerade Partizipation kam da eigentlich kaum vor. Und gerade Arbeitslosenversicherung, was auch immer wieder Thema in Brüssel gewesen ist bei der Stiftung, war weit, weit unten. Hat Sie das überrascht? Und wie erklären Sie das? Ja, das hat mich nicht wirklich überrascht. Ich will auf eine andere Studie hinweisen. Die ist 2 Jahre älter als das, was Herr Hilmer vorgestellt hat. Und zwar von dem Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche. Da wird nochmal deutlich, die Kluft zwischen den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger und den Resultaten, wie sie sie wahrnehmen. Da war das Ergebnis, dass 87% der Befragten sich wünschen, dass Europa mehr macht bei der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, Ungleichheit und Armut. 87% haben eine positive Erwartung, dass Europa hier liefern kann. Die andere Frage dann, wer profitiert von Europa, war die Antwort 86%. Die Unternehmen und nur 21% sogenannte Geringverdiener. Das ist eine Riesenkluft und ich sage nochmal, das hat ein Stück weit auch damit zu tun, dass diese Erfolge, die wir auf europäischer Ebene erreicht haben, auch wir selber offensichtlich Schwächen haben, diese hinreichend zu vermitteln. Beim Thema Arbeitslosenversicherung wird das absolut deutlich. Ich halte den Begriff europäische Arbeitslosenversicherung für absolut irreführend. Weil es geht nicht darum, nach dem Bismarckschen System in Deutschland eine Arbeitslosenversicherung einzuführen oder nach dem Beveridge-Modell eine Arbeitslosenversicherung zu haben, die steuerfinanziert ist. Dafür sind die Sozialsysteme innerhalb der Europäischen Union viel zu unterschiedlich, als dass man sie harmonisieren kann. Was man kann, ist, dass man gemeinsame Standards anlegt, die dann auch erreicht werden. Und bei der Arbeitslosenversicherung haben wir doch gerade in Deutschland die Erfahrung gemacht, dass es eben nicht nur wichtig ist für die Menschen, im Falle von Arbeitslosigkeit sogenannte Lohnersatzleistungen zu bekommen, sondern dass wir mit der deutschen Arbeitslosenversicherung, sowas wie der Ökonome sagt, automatische Stabilisatoren haben, dass die Region mit geringer Arbeitslosigkeit, wo entsprechend viel dann auch in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt wird, die Region unterstützen, wo wir eine hohe Arbeitslosigkeit haben und dann auch entsprechend hohe Lohnersatzleistungen gezahlt werden müssen, um beispielsweise die Kaufkraft der Menschen halbwegs zu stabilisieren und damit automatische ökonomische Stabilisatoren geschaffen werden. Und die Idee bei einer europäischen Arbeitslosenversicherung, ich sage nochmal, der Begriff ist mehr als bedenklich. Da geht es eben genau darum, dass wir in einer Währungsunion mit dermaßen großen regionalen Disparitäten auch ökonomische Stabilitätsmechanismen einführen, die dann im Falle von Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit europäisch unterstützt werden, um sie ein Stück weit dann auch aus der Arbeitslosigkeit wieder herauszuführen. Da geht es nicht nur um die Lohnersatzleistung für die Menschen, sondern da geht es schlicht und ergreifend um relativ banale ökonomische Zusammenhänge, die wir in Deutschland kennen, die wir aber auch in Europa akzeptieren müssen, wenn wir die Profiteure sind einer gemeinsamen Währung. Ja, ich wollte nochmal zurückkommen auf diese Werte. Dass relativ wenig, also viele Menschen sagen, Schutz meines Arbeitsplatzes ist wichtig, aber relativ wenige sagen, Stärkung von Arbeitnehmerrechten ist wichtig. Eine Erklärung dafür könnte vielleicht auch sein, ist jetzt spontan, weiß ich nicht, ob Herr Hilmer mir da zustimmt, ist, wenn wir das im europäischen Kontext sehen, dann haben, glaube ich, die Menschen bei uns, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei uns, eigentlich den Eindruck, dass die Arbeitnehmerrechte gut ausgebaut sind und dass sie sich hier in einem Staat befinden mit starker Mitbestimmung, mit starken Gewerkschaften, wenn man das vergleicht mit vielen anderen Mitgliedstaaten.
Und dass die Menschen hier eher befürchten, dass sie im Rahmen der Europäischen Union Konkurrenz bekommen aus Ländern, wo diese Standards geringer sind. Also das könnte eine Erklärung sein. Und deswegen halte ich es für ganz wichtig, dass man das ein bisschen erklärt. Ich sage mal, ich bin ja jetzt viel unterwegs, rede viel über Europa. Und wenn man nur das Schlagwort soziales Europa bringt, dann haben die Neoliberalen da schon den ersten Erfolg gelandet, stelle ich fest. Weil selbst in unserer eigenen Klientel die Leute mit sozialem Europa verbinden, dass wir Geld nach Italien und Griechenland schicken wollen. Das ist so deren Vorstellung, was wir mit sozialem Europa meinen. Also man muss tatsächlich ein paar Sätze darüber verlieren, was heißt eigentlich ein soziales Europa, auch für die Menschen hier. Mal davon abgesehen, dass es unserem, ich glaube, sowohl sozialdemokratisch als auch gewerkschaftliches Menschenbild entspricht, so wie du es ja auch gesagt hast, dass wir wollen, dass es allen Menschen in Europa gut geht. Das will ich mal vorneweg sagen. Aber dass es uns natürlich auch hilft. Und wenn man da vielleicht mal den europäischen Mindestlohn als Beispiel nimmt, der natürlich nicht ein absoluter Wert wäre, sondern einer, der gekoppelt ist an Durchschnittseinkommen oder an Wirtschaftskraft oder was auch immer, dass man dann zum einen sagen kann, das ist gut für die Menschen, die dann einen auskömmlichen Lohn bekommen, weil sie nicht migrieren müssen, weil sie da bleiben können, wenn sie es wollen, wo sie leben. Dass es ein Vorteil für uns ist, wenn weniger Menschen in bestimmte Bereiche kommen und da tatsächlich dann eine Art Konkurrenzdruck entsteht. Es gibt Bereiche, wo das so ist. Es gibt andere, wo wir händeringend Leute suchen. Aber wenn wir tatsächlich den europäischen Mindestlohn so definieren würden, dass wir sagen, der muss auskömmlich sein, und zwar nicht nur, wenn du Single bist und jung, sondern auch, wenn du Kinder hast, und er muss auch dafür reichen, dass du davon eine anständige Rente bekommst, dann ist das eben auch etwas, was uns nützt. Denn wenn wir das an 60% des Meridianeinkommens zum Beispiel anknüpfen, dann landen wir genau da, was wir gestern beschlossen haben, nämlich bei einem Mindestlohn von 12 Euro. Weil alle, die hier sitzen, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären und euch nicht, froh waren, dass wir den Mindestlohn überhaupt eingeführt bekommen haben. Aber uns natürlich klar war, das reicht nicht. Und die Schritte, in denen wir das im Moment anheben können, auch nicht reichen. Also wenn wir europaweit festlegen können, dass das tatsächlich der Standard ist, da wo du lebst, sollst du von deinem Mindestlohn auch leben können, und zwar auch so, dass du im Alter abgesichert bist, dann landen wir hier bei einem Mindestlohn von 12 Euro. Also auch in Deutschland hilft uns eine europaweite Sozialpolitik. Und das, glaube ich, muss man noch ein bisschen deutlicher machen. Ich habe den Eindruck, das ist noch nicht überall so verankert. Diese neuen Vorschläge der SPD sind natürlich unter anderem jetzt veröffentlicht worden im Hinblick auf die Europawahl beziehungsweise auch auf die Länderwahlen. Aber irgendeine Wahl ist immer. Also das ist mir echt zu kurz gegriffen. Also irgendwie, wir haben keine Zeit, wo es keine Wahlen gibt. Also das würde ich wirklich, das lasse ich so nicht gelten. Weil es wird schon wieder so getan, als würden wir das machen, um zu. Also wenn Sie heute Hubertus Heil in der Fraktion gehört hätten, Jasmin Fahimi ist da, die hat ihn gehört, mit welcher also Leidenschaft und Begeisterung er dieses Grundrentenkonzept erläutert, erklärt, verteidigt muss das ja bei uns nicht, aber rübergebracht hat und wie die Reaktion auch war, dieses Ja genau, das ist das, wovon ich anfangs sprach. Wir sind in dieser Koalition, da stehen wir auch zu und wir erreichen auch viel, aber natürlich wollen wir und müssen wir auch klar machen, wer wir sind und was wir wollen. Und diese Idee, dass du, wenn du 35 Jahre lang gearbeitet hast, auch wenn es Teilzeit war, verdammt nochmal, ja, weil gerade die Frauen in dieser Generation oft nicht Vollzeit arbeiten konnten. Und die haben ja die andere Hälfte der Zeit, wenn sie halbtags gearbeitet haben, nicht die Füße hochgelegt, sondern die haben in der Regel Kinder großgezogen, die haben Angehörige gepflegt, was auch immer. Also, dass wenn du 35 Jahre lang berufstätig warst und geackert hast, dass du dann eine anständige Rente, du als Individuum, verdient hast, auch wenn dein Partner, deine Partnerin, in der Regel dein Partner, eine ordentliche Rente hat und dich mit durchkriegen würde. Aber es ist eine Anerkennung von Lebensleistung. Und das hat nichts mit Wahlen zu tun, sondern es hat was damit zu tun, was unser Grundanspruch an Politik ist. Und ich bin so froh, dass wir das jetzt mal wieder alles formuliert haben, ganz klar. Trotzdem nur ganz kurz.
Wie baut man die Brücke zwischen diesen Vorschlägen und Europapolitik bzw. europäische Sozialpolitik? Was wären da die nächsten Schritte? Naja, ich habe es ja am Mindestlohn schon versucht deutlich zu machen. Die Grundwerte, die wir vertreten, die wollen wir nicht nur für uns vertreten, sondern die vertreten wir für alle Menschen in Europa. Und wenn wir wollen, dass man bei uns nach einem harten Arbeitsleben eine anständige Rente bekommt, dann wollen wir das überall. Wenn wir wollen gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort, dann gilt das für alle. Da haben wir mit der Entsenderichtlinie ja nun einen Schritt gemacht, aber für Frauen und Männer zum Beispiel gilt es immer noch nicht. Viele andere Punkte sind das, wo wir sagen können, das ist etwas, was wir für uns wollen, und manche Dinge können wir europäisch auch besser regeln. Manche Dinge können wir nur europäisch regeln. Alles, was mit grenzüberschreitenden Fragen zu tun hat, können wir natürlich nur europäisch regeln. Aber mir ist einfach wichtig, dass wir noch mal ganz deutlich machen, wir haben diesen Anspruch, den haben die anderen gar nicht. Den haben die Konservativen nicht, den haben die Liberalen nicht, den haben die AfD hat sie gar nicht, und auch die Grünen haben ihn nicht in dem Maße, wie wir das haben. Wir haben den Anspruch, aus diesem Europa ein soziales Europa zu machen. Rainer Hoffmann, wir hatten bei der Präsentation diese verschiedenen Gruppen der Verunsicherten gesehen. Es waren die, glaube ich, desolutionierte Arbeitnehmermitte, wenn ich mich nicht irre. Und dann gab es aber auch das Prekariat. Inwieweit sind diese Gruppen mit einer Stärkung der Arbeitnehmerrechte oder auch mit anderen sozialpolitischen Maßnahmen überhaupt zu erreichen? Ja, da kann man ja direkt anknüpfen, das, was Katharina Barley gesagt hat. Das Prekariat oder die sogenannten Abgehängten haben wesentlich weniger Vertrauen in die Europäische Union und haben wesentlich höhere Distanz zu etablierten Parteien. Das merken wir bei allen Wahlen in den letzten 2, 3, 4 Jahren in Deutschland und in vielen anderen Ländern Europas. Daher ist es durchaus richtig, dass auch die SPD jetzt sagt, wie der Europäische Gewerkschaftsbund im Übrigen auch, dass ein Instrument für uns ist, einen Mindestlohn überall in Europa haben, 60% vom Median, gemessen am jeweiligen nationalen Bruttoinlandsprodukt, also keine Gleichmacherei, aber dass das schon helfen würde. Ich wäre ein Stück weit anspruchsvoller, und da haben wir, Katharina hat es angesprochen, ja schon einen guten Erfolg hinbekommen. Das wird in der Öffentlichkeit nur nicht so wahrgenommen. Es gab eine lange, lange Auseinandersetzung, dass wir die Entsenderichtlinie endlich reformieren. Das ist gelungen, weil wir sind alle natürlich für die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa. Das ist eines der größten Errungenschaften. Aber das, was die Menschen hier immer befürchten, nicht nur in Deutschland, was auch bei den Briten eine große Rolle gespielt hat, dass wir aufgrund der Arbeitnehmerfreizügigkeit eine Wettbewerbssituation um immer geringere Löhne, immer längere Arbeitszeiten bekommen, solange der Grundsatz, den Katharina Barley genannt hat, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort nicht durchgesetzt wird. Das ist mit der Entsenderichtlinie deutlich besser geworden. Und zwar nicht nur, dass wir in der Entsenderichtlinie jetzt in Bezug haben zu den Mindestlöhnen, sondern dass wir in der Entsenderichtlinie auch drin haben den Grundsatz gleicher Lohn bei gleicher Arbeit auf der Grundlage von tarifvertraglicher Entlohnung. Und das ist, glaube ich, der Kern, wo wir hin müssen, dass wir die Tarifbindung überall in Europa wieder deutlich steigern müssen. Wir haben ein Riesenproblem damit in Deutschland, nach wie vor. Die Probleme werden noch viel größer, wenn wir ins europäische Ausland, insbesondere nach Südeuropa schauen. Und da gibt es leider den Zusammenhang, dass aufgrund der internationalen Finanzmarktkrise, der darauf folgenden Austeritätspolitik in Ländern wie in Griechenland, Spanien, Italien, Portugal, die Tarifsysteme, die Tarifautonomie regelrecht geschreddert wurde, weil die Löhne, die tarifvertraglichen Regelungen schlicht und ergreifend außer Kraft gesetzt wurden. Das kann doch nicht sein. Da müssen wir ganz anspruchsvoll sagen, Menschen, die arbeiten in Europa überall, müssen den Anspruch haben auf gute Arbeit, tariflich entlohnte Arbeit. Und der Mindestlohn, da wo wir ihn brauchen, ist wirklich die Mindestsicherung. Das Ziel muss sein, Tarifbindung überall in Europa zu stärken. Damit werden wir als DGB, auch als Europäischer Gewerkschaftsbund, in den Europawahlkampf uns laut und deutlich Gehör verschaffen. Und da kann man ja auch jede Menge tun. Also da haben wir ja wirklich auch jede Menge Anknüpfungsmöglichkeiten, auch finanzieller Art. Da kann man ja auch Daumenschrauben anlegen. Micha hat es immer bei den Vergabeverfahren insbesondere, da klar zu machen, Tarifbindung ist Pflicht.
haben wir ja in den Ländergesetzen zum Teil schon mit den Tariftreuegesetzen, aber das, da kann man wirklich ganz viel tun und das würde das Leben von sehr vielen Menschen in Europa deutlich verbessern. Ich würde gern noch einen Satz sagen, der vielleicht nicht ganz so populär ist, aber weil ich wirklich überzeugte Europäerin bin, will ich das nochmal sagen. Wenn wir sowas verhandeln, ich habe diese Entsenderichtlinie schlussverhandelt, 16 Stunden Pendeldiplomatie, das war echt hardcore, weil natürlich die Interessen in Europa dann auch auseinandergehen. Das muss man dann auch deutlich sagen. Wir haben natürlich ein Interesse, das wir jetzt gerade hier formuliert haben. Aber zum Beispiel, als es um die Frage ging, wird die Logistikbranche einbezogen oder nicht? Da gab es eine ganz klare Frontstellung der westeuropäischen gegen die osteuropäischen Staaten, weil die Osteuropäer gesagt haben, unsere Unternehmen leben davon, dass die Lastwagenfahrer nur den rumänischen oder bulgarischen Lohn bekommen. Deswegen sind unsere Unternehmen erfolgreich. Wenn ihr jetzt schon das Durchfahren durch Deutschland zum Beispiel zur Voraussetzung oder als Konsequenz dafür festlegt, dass dann auch der deutsche Lohn gezahlt werden muss, dann machen unsere Unternehmen alle pleite und unsere Leute werden arbeitslos. In Italien, auf das wir im Moment alle schimpfen, wie ich finde, in weiten Teilen auch zu Recht, aber Italien hat noch nicht mal Hartz IV. Die haben keine Grundsicherung. Und wenn wir da sagen, wir wollen so eine Mindestlevel überall haben, dann müssen wir auch mit Ländern wie Italien darüber reden, wie das denn möglich ist. Weil das ist mein Anspruch und ich denke auch der meisten Menschen hier, dass in allen europäischen Ländern wir ein System haben müssen, wenn du arbeitslos bist, länger als deine Arbeitslosenversicherung bezahlt, dass du dann nicht ins Bodenlose fällst. Das ist derzeit der Fall in Italien. Und es ist schlimm genug, dass wir es diesen beiden populistischen, der rechtspopulistischen und der linkspopulistischen Partei überlassen haben, dieses Thema überhaupt aufzugreifen. Ja, das ist auch für unsere Schwesterpartei dort sicherlich kein Ruhmesblatt. Aber ich will sagen, für mich gehört zu Europa auch, dass man mit den anderen Ländern auf Augenhöhe umgeht und respektvoll umgeht und berücksichtigt, was dort die Voraussetzungen sind und eben nicht immer nur schaut. Deswegen hat mich diese eine Grafik da gar nicht so sehr entsetzt. Ja, deutsche Interessen in Europa durchsetzen. Das ist wichtig, aber es ist eben nicht das, worum es in Europa eigentlich geht. Europa ist gegründet worden, damit wir alle gemeinsam dieses Haus bauen, in dem wir alle leben können und damit es allen dort besser geht. Und das ist es nicht mehr. Es ist ein Ort geworden, wo man hingeht, um aus einem Steinbruch das größte Stück für sich, für sein Land rauszuschlagen. Oder um vom Kuchen das größte Stück möglichst für sich zu raffen. Und so kann Europa auf die Dauer nicht funktionieren. Davon bin ich fest überzeugt. Danke. Ich möchte gleich auch öffnen für Publikumsfragen, aber zwei andere Aufgaben auf diese Liste von Prioritäten würde ich ganz kurz ansprechen. Und zwar gerechte Unternehmensbesteuerung war da irgendwie relativ hoch auf der Prioritätenliste. Fand ich interessant. Ist das etwas, was Europa tatsächlich angehen kann oder sind da die Ideen einfach viel zu weit auseinander? Nein, es kann es natürlich angehen, gar keine Frage, wenn der politische Wille da ist. Wir haben das Problem, in den europäischen Verträgen ist die Steuerpolitik, nationale Politik und alles, was europäisch gemacht wird, bedarf der Einstimmigkeit im Rat. Und bei einer so heterogenen Zusammensetzung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit diesen ganz unterschiedlichen Interessen, die Katharina Barley gerade zu Recht angesprochen hat, wird es extrem schwierig, dass wir Steuerbeschlüsse in Europa einstimmig treffen können. Deshalb finde ich schon, müssen wir auch bei den Gewerkschaften im Europäischen Gewerkschaftsbund, kein ganz einfaches Thema, uns über verstärkte Kooperation verständigen. Verstärkte Kooperation beispielsweise auch im Bereich der Unternehmensbesteuerung. Es kann doch nicht sein, dass ein Bäckerhandmeister in Deutschland regelmäßig seine Steuern bezahlt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer regelmäßig am Ende des Monats die Steuern direkt abgezogen bekommen und an den Fiskus gehen und Konzerne wie Google, Amazon oder wie sie alle heißen, sich davonschleichen und Ministeuern in Europa zahlen. Da brauchen wir wirklich europäische Regeln, damit solche Steuerflucht und solches Steuerdumping verhindert, vermieden wird. Und da brauchen wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr Mut. Wir haben das erlebt.
bei einem Thema, das kennen wir alle schon seit 20 Jahren, Tobin Tax, Finanztransaktionssteuer. Da hat man sich jetzt auf den Weg gemacht, ich glaube, man braucht 7 Mitgliedstaaten, um den Weg der verstärkten Kooperation zu gehen. Und dann gibt es da schon fast eine Einigung. Und dann sind selbst die Franzosen, wo wir mal dachten, naja, das mit Macron, das wird jetzt alles ganz prima und ganz klasse, die dann wieder auf der Bremse stehen und eine Finanztransaktionssteuer in Europa verhindern. Das muss aufhören. Da muss man, glaube ich, ganz offensiv auch den Bürgerinnen und Bürgern deutlich machen, worum geht's, auch bei den Europawahlen, weil das Europäische Parlament hat da durchaus eine wichtige Funktion, indem die Initiativen ergriffen werden, auch wenn sie keine Initiativfunktion haben gegenüber der Kommission, aber das Thema wirklich zu setzen. Und wir brauchen am Ende das Bekämpfen von Steuerschlupflöchern, die es zuhauf in Europa gibt. Es gibt nicht nur auf den Seychellen oder sonst wo Steueroasen. Wir haben die Steueroasen mitten in Europa. Diese Steueroasen müssen trockengelegt werden und wir brauchen bei der Unternehmensbesteuerung zumindest mal eine Harmonisierung, eine gemeinsame Messungsgrundlage für Unternehmensbesteuerung. Da wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Und wenn das nicht mit allen 28, demnächst 27 geht, dann müssen wir halt 7, 9 Mitgliedstaaten finden, die dieses Projekt mit uns gemeinsam angehen. Für Sie eine Priorität, wenn Sie nach Brüssel gehen? Absolut. Absolut, wobei Rainer Hoffmann das völlig zutreffend dargestellt hat. Das Einstimmigkeitsprinzip macht uns da das Leben schwer. Wir haben jetzt gerade die Digitalsteuer, die wir mit Frankreich zusammen vorantreiben. Da gibt es jetzt 3 Staaten, die dagegen sind: Irland, Schweden, Dänemark. Und an diesen 3 Staaten hängt das dann, dass wir es nicht einführen können. Wir sind derzeit ja noch auf einer anderen Ebene unterwegs, und zwar sogar über Europa hinaus, mit dem Projekt Mindestbesteuerung. Das finde ich auch sehr reizvoll auf OECD-Level. Und ich war jetzt gerade in New York übers Wochenende und habe da mit ein paar Leuten auch darüber gesprochen, weil hier ist dann immer die Tendenz zu sagen, naja, wenn ihr das auf internationalem Level machen wollt, dann heißt das, ihr wollt es gar nicht. Das ist so verschieben ins Nirvana. Aber in dem Fall ist das tatsächlich nicht der Fall, weil die USA da ja auch schon vorangegangen sind und es andere große Player gibt, die daran ebenfalls ein großes Interesse haben. Also wenn es uns gelingen würde, auf dem Level, natürlich jetzt auch noch nicht mit allen Staaten, aber mit wichtigen Staaten zusammen eine Untergrenze für Unternehmensbesteuerung einzuziehen, die dann natürlich auch viel höher ist als die Digitalsteuer, die im Moment angedacht ist, dann würde uns das auch sehr weiterhelfen. Also Multilateralismus in jeder Form ist da angesagt. Ganz kurz, letzte Aufgabe bzw. Priorität, die ich ansprechen würde. Ich komme zurück zu diesem Thema Schutz des eigenen Arbeitsplatzes. Als ich das gesehen habe, dachte ich gleich an die verschiedenen Prognosen zu Jobverlust im Zusammenhang mit der Digitalisierung und vor allem auch mit der künstlichen Intelligenz. Und da wäre meine Frage, denken Sie auch, das ist der Faktor, der dahinter steht, oder ist da was anderes? Und was kann eine europäische Sozialpolitik zur Zügelung des digitalen Kapitalismus machen? Also da gibt es sicherlich eine ganze Reihe an Baustellen. Wir in Deutschland, die deutschen Gewerkschaften, aber auch im Europäischen Gewerkschaftsbund beteiligen sich zurzeit erstmal nicht an diesen Horrorszenarien, dass mit der Digitalisierung gleich die Massenarbeitslosigkeit steigt, 50% unserer Jobs verloren geht. Das ist nicht zielführend, das führt nicht weiter. Klar ist, dass natürlich mit den technologischen Innovationen, mit Digitalisierung Arbeit sich rasant verändern wird. Und wir wissen aus einer älteren Studie, die auch hier, glaube ich, schon mal auf einem Neujahrsempfang vorgestellt wurde von Richard Hilmer über soziale Lebenslagen, dass Menschen im Wandel Sicherheit brauchen. Ja. Und dass Menschen, die in Betrieben arbeiten, die einer Tarifbindung unterliegen, die über betriebliche Mitbestimmung verfügen oder die sogar über eine Unternehmensmitbestimmung verfügen, wesentlich sicherer sind, soziale Haltepunkte haben, um dann auch in der Lage zu sein, diesen Wandel zu gestalten. Und da brauche ich viel mehr Europa, wenn es darum geht, Mitbestimmungsrechte nicht nur abzusichern, wie wir es gerade versuchen in dem ganzen Kontext des sogenannten European Company Law Packages, wo
Risiken drin liegen, wo die Unternehmensmitbestimmung gefährdet ist, wenn wir die Gefährdungen nicht beispielsweise bei Sitzverlagerungen oder anderen Maßnahmen sicherstellen, dass wir sowas wie ein Mindestlevel von Mitbestimmung in Europa zum Standard machen und dass wir natürlich im Kontext der Digitalisierung wissen, wenn es demnächst um Crowdwork geht, wenn es um digitale Arbeit geht, reicht es nicht mehr aus, dass wir uns national darüber Gedanken machen, wie sieht denn der Arbeitgeberbegriff oder der Arbeitnehmerbegriff der Zukunft aus, weil diese digitale Arbeit findet irgendwo in der Cloud statt, lange schon nicht mehr in Deutschland. Europa ist da eigentlich schon zu klein, aber Europa wäre zumindest ein Anfang. Und das hat die Kommission ja durchaus angeschoben, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir vor dem Hintergrund der weitreichenden Veränderungen unseren Arbeitnehmerbegriff weiterentwickeln und vor allen Dingen den Arbeitgeberbegriff, damit Arbeitgeber überhaupt zukünftig auch ihre soziale Verantwortung gerecht werden, sie überhaupt akzeptieren, was wir beispielsweise in der Plattformökonomie gerade erleben, sie diese Verantwortung schlicht und ergreifend ablehnen. Da hilft mir kein nationales Gesetz, da brauche ich mal mindestens eine europäische Regelung, um diesen Gefährdungen, mit denen wir durchaus konfrontiert sind und wir auch nicht naiv sind, diese zu negieren, aber um diese offensiv anzugehen und den Menschen dann auch eine Perspektive zu geben. Und das wäre ein tolles Feld für Europa, wenn sie sagen würde, Arbeit der Zukunft gestalten wir nicht nur in Deutschland, nicht nur in Frankreich, sondern das machen wir europäisch gemeinsam, weil allein kriegen wir es gar nicht mehr hin. Möchten Sie dazu was hinzufügen? Da ist ganz wenig hinzuzufügen. Also dieser Ansatz, den wir ja auch in diesem Papier von gestern verankert haben, dass Qualifizierung der Schlüssel sein wird für die Arbeitswelt von morgen, gerade im Bereich Digitalisierung, und das muss eben europaweit auch gelten. Vielleicht wäre dann die Neudefinition dieses Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbegriffs mal die Gelegenheit, überhaupt wegzukommen von diesem Begriff Arbeitnehmer. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand hier im Saal auch so geht. Ich finde diesen Begriff dermaßen absurd. Ja, ich meine, man nimmt doch keine Arbeit, wenn man arbeitet. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob Sie sich mal mit Framing beschäftigt haben. Da passiert nämlich im Hirn irgendwas. Der Arbeitnehmer ist ein Bittsteller. Das ist der Unterlegene gegenüber dem Arbeitgeber. Also man hat schon im Begriff sowas unter, so eine Verordnungsverhältnis. Ich fände das toll, wenn wir das als Gelegenheit nehmen würden. Man könnte von Leistungserbringern oder Leistungsträgern oder sowas sprechen. Fände ich viel, viel besser als Arbeitnehmer. Aber das war jetzt mal ein kleiner Exkurs. Ne? Vielen Dank. So, wir würden... Wir würden gerne jetzt Fragen aus dem Publikum nehmen. Wenn Sie eine Frage haben, bitte heben Sie die Hand. Und ich glaube, wir haben Mikrofone im Saal. Genau. Hier habe ich eine in der ersten Reihe. Ja, ich würde sagen, wir bündeln gerne. Ja, danke. Ich stelle mich am besten mal so zur Seite, dass ich nicht zurück ins Publikum bin. Ich hätte eine Frage, welche politischen Konstellationen wollen Sie denn Ihr Programm, also jetzt das neue Sozialprogramm der SPD, umsetzen, sowohl national wie international? Es ist ja so, hoffen Sie auf neue Bewegungen wie Marché in Frankreich? Haben Sie doch noch Hoffnung, dass ein rot-grünes Bündnis entsteht, was wahrscheinlich Schwierigkeiten geben wird im Europa-Kontext, weil ja in Osteuropa kaum linke Bewegungen gibt oder linke Parteien oder sind Splittergruppen. Einfach, in welchen Konstellationen denken Sie das, national wie europamäßig? Danke sehr. Ich nehme noch ein paar und dann bekommen wir gebündelte Antworten. Bitte. Jetzt haben wir heute zu einem Thema nicht gesprochen, was 2014 noch ein ganz großes Thema war. Das war nämlich Jugendarbeitslosigkeit. Mhm. Jetzt ist sie seit 2014 in Europa gesamt gesehen durchaus sehr gesunken. Es gibt da allerdings eine Zahl, die eher wenig gesunken ist, nämlich dass die Anzahl der Needs, das sind die Not in Education, Employment or Training, also junge Menschen, die gar keinen Anschluss in den ersten Arbeitsmarkt haben, die ist nämlich fast konstant gleich geblieben. Meine Frage wäre, jetzt haben wir ganz viel über Mindeststandards und eben auch Mindestlohn europäischen gesprochen. Wie schaffen wir es, diese jungen Menschen, die im Moment gar keinen Anschluss an den ersten Arbeitsmarkt in Europa haben, wieder zu bekommen? Weil wie wir gesehen haben, sind die Jugendlichen diejenigen, die das ehest noch das Vertrauen in Europa haben. Und ich glaube, dass wir da eine Generation, gerade in Griechenland und Italien, tatsächlich verlieren könnten. Ja, das war ein besonders interessantes Ergebnis, das
dass die ganz Jungen das anders gesehen hatten als die so Mitteljungen. Haben wir eine dritte Frage? Da wäre eine hier in... Es kommt ein Mikrofon von links, genau. Katlin Kulewe, ich arbeite als gute Lobbyistin für ein großes Stahlunternehmen. Von daher, mein Herz schlägt für die Gewerkschaften, weil ich früher für die gearbeitet habe. Aus der Ecke kommt auch die Frage und die Anmerkung. Aus meiner Erfahrung, aus unserem Unternehmen, wir haben unseren Sitz in Europa, allerdings nicht in Deutschland, ist es so, dass wir verrechnen, was nur geht. Also Steuerrecht, die OECD-Initiative ist durchaus zu begrüßen aus meiner Sicht. Es fehlt aber dort wirklich ein europäischer Wille und ein europäischer Weg. Rainer, weil du vorhin dich vor allem auf die internationale Schiene bezogen hast. Ich finde, hier sollte die EU wie in vielen anderen Bereichen auch vorne weggehen und dort einen Kompromiss finden können. Ich bin der Meinung, das geht, es funktioniert, es könnte funktionieren. Die zweite Frage ist, jetzt mache ich noch ein ganz neues Fass auf, aber als Stahlunternehmen betrifft uns vor allem momentan die Ambivalenz, vor allem die Aufsichtsräte und die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten machen sich darum die Sorgen, die Ambivalenz zwischen dem Wunsch, die Umwelt zu schützen und gleichzeitig aber auch Arbeitsplätze zu erhalten. Das betrifft uns jetzt erstmal noch nicht so sehr wie die Lausitz oder andere Braunkohlegebiete, aber in dem Bereich läuft es drauf hinaus. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber die Frage an die beiden wäre jetzt nochmal, inwieweit ist das sowohl in der SPD als auch innerhalb der Gewerkschaften mitgedacht? Danke. Ich fange bei Ihnen an, liebe Frau Ministerin. Ja, also zum einen muss man sagen, in Deutschland sind ja jetzt erstmal keine Wahlen bundesweit. Insofern gucken wir mal, wie wir das mit den politischen Konstellationen machen, wenn das soweit ist. Aber europaweit ist das Ganze ein bisschen anders strukturiert. Also so feste Koalitionen in dem Sinne gibt es da halt nicht. Und auch die Zugehörigkeit zu den einzelnen Gruppen ist manchmal überraschend. Also Labour zum Beispiel ist bei uns, bei den Sozialisten und Demokraten heißen wir, aber die Tories, die Konservativen in Großbritannien sind nicht in der EVP, nicht in der Europäischen Volkspartei. Also die sind dann eher bei denen, die noch ein bisschen weiter rechts sind, noch nicht rechts außen, aber also es gibt da sehr unterschiedliche Konstellationen und auch die Abgeordneten stimmen nicht so stark fraktionsgebunden ab, wie das bei uns der Fall ist. Also von daher wird es dann eher darum gehen, individuell für die einzelnen Vorhaben Verbündete zu gewinnen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir bei dem Thema soziales Europa Verbündete in sehr vielen Staaten gewinnen können, weil gerade die süd- und osteuropäischen Staaten darin, glaube ich, grundsätzlich ein größeres Interesse haben. Aber auch sonst die Menschen ja merken oder die Politik merkt, dass ihnen die Bevölkerung von der europäischen Fahne geht, um es mal so zu sagen, wenn man da nicht mehr tut, um die ganz normale Bevölkerung auch stärker zu schützen. Und abschließend, die Sozialdemokratie wird ja manchmal schon für halbtot erklärt. Also wenn man sich in Europa umschaut, also bei uns erstens sind wir ja nach wie vor die bei weitem größte Partei. Wir haben den Abstand zur Union gerade wieder vergrößert um ein ganzes Stück. Über 430.000 Mitglieder haben wir. Aber auch in Europa, wir haben in Portugal einen Regierungschef, der 40% hat, in Spanien mit Mitte 30, in Schweden, in Österreich sind wir auch immer noch ganz gut, obwohl wir nicht regieren. Also es gibt durchaus sozialdemokratische Kräfte. Und im Osten Europas sollte man auch den Mut nicht hängen lassen. In Polen gründet sich gerade eine neue Partei, auch wieder eher so eine Bewegungs- und Bewegungscharakter, der von meinen Kolleginnen und Kollegen der Friedrich-Ebert-Stiftung als sozialdemokratisch eingeschätzt wird. Ein Bürgermeister aus einer mittelgroßen Stadt, der da jetzt sehr populär ist. Also ich gebe da die Hoffnung nicht auf. In Polen ist ja im Moment so, als würde die CSU regieren und die AfD wäre die einzige Oppositionspartei. So sieht da im Moment das Parlament aus. Ja, ist leider so. Und da tut sich aber auch wieder was. Und Entschuldigung, wenn ich ein bisschen abschweife, aber was wir auch dringend tun müssen, ist zu differenzieren zwischen den Bevölkerungen und den Regierungen.
Zum Beispiel sind in Polen die 14 größten Kommunen bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Sie haben sicherlich alle von dem ermordeten Danziger Oberbürgermeister gehört. Der gehörte zu den Verfechtern dieser Position. Also die Menschen in Polen sind durchaus dazu bereit, die Regierung nur nicht. Und deswegen jetzt doch wieder den Link zu Europa. Wenn es uns gelingt, stärker eine Verbindung herzustellen zwischen Europa und den Kommunen, also da, wo die Menschen tatsächlich sind, die stärker einzubeziehen in solche Entscheidungsprozesse. Gerade im Bereich Flüchtlinge ist das ein Vorschlag, den schon lange Gesine Schwan unterbreitet hat, den auch Macron im Übrigen übernommen hat in der Sorbonne-Rede. Auch aus Portugal kommt dieser Vorschlag. Also wenn man die Leute vor Ort fragt, was wollt ihr denn? Seid ihr bereit, Flüchtlinge aufzunehmen? Dann könnte man dieses ganze Flüchtlingsproblem in Europa wirklich lösen. So, sorry, bin ein bisschen abgeschweift. Genau. Ja. Jugendarbeitslosigkeit, das ist natürlich in den einzelnen Ländern sehr, sehr unterschiedlich. Wir brauchen diese Jugendgarantie. Also wir brauchen die Garantie, dass jeder Jugendliche in Europa eine Ausbildung bekommt. Und da, wo es nicht über den ersten Arbeitsmarkt geht, das wird in manchen Ländern der Fall sein, muss es eben über staatliche Maßnahmen funktionieren. Ich habe enge familiäre Bindung nach Spanien. Und auch da möchte ich noch mal eine Lanze für die Europäische Union brechen, weil viele sagen, jetzt hat die Europäische Union mit der Austeritätspolitik diese Länder ins Verderben gestürzt. Die Austeritätspolitik war falsch, dass wir da ganz klar sind. Aber diese Länder, jetzt kommt noch ein Aber, also ich habe einen Spanier geheiratet, den habe ich 89 kennengelernt, als sie gerade im Begriff waren, Vollmitglied zu werden. Volljurist, dessen einzige Perspektive war damals ein Jahr unbezahltes Praktikum, will sagen, es geht dort im Bereich Jugendarbeitslosigkeit, ist es gerade wirklich dramatisch. Aber die Europäische Union hat in dieser Zwischenzeit, in der Spanien, in der Europäischen Union, ist eigentlich die Strukturen dafür geschaffen, dass es auch wieder aufwärts gehen kann. Wir sind in diesen Ländern so viel weiter, als wir das zu Beginn deren Mitgliedschaft waren. Und da müssen wir jetzt aber auch investieren. Dafür wollen wir ja auch ein europäisches Budget schaffen mit der Finanztransaktionssteuer, damit wir investieren können, auch gerade in diese Länder und in die Jugendlichen. Und schließlich der guten Lobbyistin. Bei der Verrechnung von Steuern, wir müssen wegkommen von der Einstimmigkeit, sonst klappt das nicht, sonst kriegen wir das nicht hin. Die Niederlande sind leider auch gerade sehr erfinderisch bei Steuermodellen, die uns benachteiligen, wo sie Unternehmen an sich ziehen auf unsere Kosten. Das kann echt so nicht weitergehen. Und was die Ambivalenz zwischen Klima und Arbeit angeht, das ist ja unsere Stärke, aber in der Öffentlichkeit unsere Schwäche. Also derzeit ist das politische Klima so, dass eindeutige, kompromisslose Lösungen favorisiert werden. Deswegen ist in dieser Polarisierung sind die Grünen ganz stark und in vielen anderen Punkten ist eben die AfD ganz stark, weil das ist ganz klar und kompromisslos eine Lösung. Das war nie das Modell der Sozialdemokratie. Wir sind eine Volkspartei, wir sehen immer die verschiedenen Belange. Und diese Mehrschichtigkeit von Ökologie, von Klimaschutz, von Arbeit und auch von Versorgungssicherheit, das ist immer etwas, wie wir Politik gemacht haben. Und ich wäre sehr dafür, wenn wir noch mal ein bisschen mehr Wind unter die Flügel bekommen würden dafür, dass wir diese Punkte wirklich miteinander vereinbaren müssen. Das heißt, nicht Abstriche beim Klimaschutz machen. Aber wenn wir Klimaschutz auf eine Art und Weise betreiben, dass wir Leute abhängen damit, sei es als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ich sage es jetzt doch noch mal so, sei es auch als Menschen, die das bezahlen müssen auf ihrer Stromrechnung, dann besteht auch die Gefahr, dass das passiert, was wir in den USA sehen. Nämlich, dass wir dann politisch einen totalen Rollback kriegen, weil die Leute sagen, hört mal zu, ihr lasst uns hier im Stich, ihr lasst uns hängen. Und dann ist auf die lange Sicht auch nichts gewonnen. Also ich plädiere nach wie vor für die Volkspartei, natürlich vor allen Dingen für unsere, weil wir eben genau das tun, diese verschiedenen Belange miteinander so zu vereinen, dass sie alle zu ihrem Recht kommen. Zu der ersten Frage zur politischen Konstellation will ich gar nicht so viel sagen. Wir als Gewerkschaften, nicht nur der DGB, auch der Europäische Gewerkschaftsbund, wird die Parteien, die zur Europawahl antreten, daran messen, in welchem Umfang sie bereit sind, unsere Forderungen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in praktische Politik
in Europa aufzunehmen. Und wir haben, wie Katharina Barley gesagt hat, die Erfahrung, dass das Europäische Parlament viel heterogener ist, viel volatiler ist, als wir das vom Deutschen Bundestag her kennen. Und durchaus die Erfahrung gemacht, dass wir im Parlament auch mit ganz unterschiedlichen politischen Konstellationen durchaus Fortschritte erzielen können. Darauf wird es ankommen, dass wir demokratische Parteien mit einem fortschrittlichen Programm ins Europäische Parlament bekommen. Dann werden wir auch die Mehrheiten bekommen für eine vernünftige Politik, wie wir sie als Gewerkschaften für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fordern. Das Thema Jugendarbeitslosigkeit halte ich nach wie vor für eines der größten Herausforderungen. Und das reicht eben nicht, dass wir, Katharina, nur sozusagen die europäische Jugendgarantie auflegen, wonach jeder arbeitslose Jugendliche nach 6 Monaten spätestens einen Arbeitsplatz bekommt, einen Ausbildungsplatz bekommt oder irgendeine arbeitsmarktpolitische Maßnahme. Das funktioniert nur leidlich. Da gibt es durchaus auch Erfolge. Ich will das gar nicht kleinreden, aber am Ende des Tages wissen wir, ob Jugendarbeitslosigkeit oder Arbeitslosigkeit kriegen wir nur dann in den Griff, wenn wir ein Europa haben, das investiert, dass wir Investitionen fördern und über Investitionen dann auch Arbeitsplätze generieren und darüber hinaus auch einen Beitrag leisten, wie wir den Klimawandel wirksam bekämpfen können, weil das ist völlig klar, das wird auch in Europa nicht ohne Industrie gehen. Und da gehört insbesondere die Stahlindustrie zu, wo wir eine sektorale Industriepolitik brauchen, wo wir die Stahlproduktion in Deutschland, nicht in Deutschland, in Europa halten, um nicht eben im Wettbewerb gegenüber China, gegenüber Indien oder anderen Konkurrenten abgehangen zu werden, weil auch das ist ein Beitrag, ein ganz praktischer Beitrag zum Umweltschutz. Und wir müssen erkennen, dass wir ein Level Playing Field brauchen in Europa, damit Umweltschutzmaßnahmen nicht ausgespielt werden gegen Arbeitsplätze, dass Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden, dass wir eine sichere Energieerzeugung überall in Europa haben. Und deshalb ist es auch nicht ausreichend, wenn wir uns über eine deutsche Energiewende in den Kopf machen. Wir müssen sie europäisch auflegen. Da wurden viele Fehler gemacht. Das ist einiges allerdings auch auf dem richtigen Weg, weil deutlich wird, dass viele der Herausforderungen, die wir in Deutschland, in vielen anderen europäischen Ländern haben, alle nicht mehr national gelöst werden können. Sie können nur europäisch angegangen werden. Deshalb brauchen wir ein starkes europäisches Parlament. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger auch emotional wieder mitnehmen, dass Europa was für uns wert ist. Und im Hinblick auf die Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sage ich immer, den deutschen Beschäftigten, den deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird es auf Dauer nicht gut gehen, wenn es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Griechenland, Spanien, Italien oder sonst wo schlecht geht. Das ist eine gemeinsame Anstrengung, die wir gemeinsam angehen müssen für ein solidarisches, soziales Europa. Danke sehr. Auch wenn die Party nebenan schon steigt, würde ich sagen, wir hatten noch ein paar Fragen im Publikum. Ich glaube, Sie wollten, es kommt ein Mikrofon. Ja, Larissa Klinsing. Es gab ein paar helle Jahre in Deutschland, wo man die Wahlen auch mit der Bildungspolitik gewinnen konnte. Bei der Vorbereitung der Europawahl kommt die Bildung kaum vor oder ich habe die nicht wahrgenommen oder beziehungsweise in der gleichen Art und Weise wie in den letzten 20 Jahren, wo die immer so weit gekommen ist wie Bologna-Prozess, wenn die Wirtschaft das gewollt hat, wegen der Mobilität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Was wäre dann soziale Europa, wenn tatsächlich auch die Frage soziale Gleichheit und Chancen in der Bildung in Europa ein Thema wäre? Gibt es da Überlegungen dazu? Bitte. Also gibt es weitere Fragen? Gut. Ich glaube, die Versuchung nebenan ist zu groß. Okay, dann versuche ich es kurz zu machen. Also ich sage immer, dass es verschiedene Gebiete gibt, die man nicht mehr national regeln kann. Das ist Klimaschutz, das ist Sicherheit, das ist Digitalisierung. Und ich sage immer, es ist auch Bildung und Forschung, weil wir unsere Jugend fit machen müssen fit machen dürfen für eine Zukunft in einer globalisierten, digitalisierten Welt. Und deswegen kann Bildung auch nicht mehr nur begrenzt sein auf den eigenen Tellerrand. Jetzt ist auch bekannt, dass wir in Deutschland ein föderales Bildungssystem haben und wir uns hier schon schwer tun, unsere 16 Bundesländer irgendwie zusammenzukriegen.
Deswegen ist vielleicht Deutschland jetzt nicht der beste Protagonist dafür, dass man sagt, wir machen jetzt europaweite Bildungsstandards oder sowas. Aber was wir tun können und müssen, finde ich, ist dafür zu sorgen, dass beispielsweise jeder junge Mensch, und zwar unabhängig von seinem sozialen Hintergrund und seinem Geldbeutel, die Möglichkeit hat, Erfahrung, Bildungserfahrung im Ausland zu sammeln. Wir haben das mit Erasmus Plus jetzt. Ich bin selber Erasmus Alumni, wie auch immer. Das ist im zweiten Jahr, glaube ich, gewesen. Das ist eine großartige Erfahrung, aber viel zu wenig Menschen, die eine Ausbildung machen, machen das. Bei den Studierenden ist die Akzeptanz relativ hoch, aber bei den Auszubildenden ist da noch so viel Musik drin. Und ich lebe in einer Grenzregion, ich lebe in Trier. Wir haben Frankreich, Belgien, Luxemburg, direkt nebenan. Frankreich hat eine relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit. Wir kriegen keine grenzüberschreitenden Auszubildenden rüber. Das scheitert am Spracherwerb. Also wir müssen, wenn wir in Europa wollen, dass Bildung grenzüberschreitend macht, auch was tun bei dem Thema Sprache. Könnte ich eine halbe Stunde zu erzählen, weil ich habe zwei Jungs im Grenzgebiet erzogen. Die haben Französisch, mein Großer hatte noch Französisch als erste Fremdsprache. Wir können nach Luxemburg gucken und nach Frankreich. Beim zweiten wurde Französisch nicht mehr als erste Fremdsprache angeboten. Sogar in den Grenzregionen lernen alle nur noch Englisch. Das ist kein Zustand. So kann Europa auch nicht sich weiterentwickeln. Europäische Hochschulen ist auch noch ein Thema. Aber ich höre jetzt hier auf. Ich glaube, dass Bildung eins der Themen ist, dass wir europaweit ganz dringend angehen müssen. Auf jeden Fall. Und dann lasse ich Rainer noch ein bisschen Platz. Nein, es ist ja in der Tat so, dass wir, was die Kompetenzen betrifft, im Bildungsbereich so gar keine europäischen Kompetenzen haben. Das hat unter anderem was mit dem deutschen Föderalismus zu tun. Aber in der Tat, eine Europäisierung von Bildung, die könnte wesentlich ambitionierter vorangetrieben werden. Nicht nur für Studierende, auch für junge Menschen im dualen Ausbildungssystem. Und vor allen Dingen auch, dass wir den Jugendaustausch deutlich stärker unterstützen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Weil Menschen, die andere Sprachen sprechen, die reisen, die zusammenkommen, die auch Arbeitserfahrungen, Ausbildungserfahrungen in europäischen Nachbarländern machen, sind am Ende die besten Europäer, die wir brauchen, um das Europa zu verwirklichen, was wir gemeinsam uns vorstellen. Ich fand es auch sehr spannend, dass Sie, Herr Hilmer, von Erasmus sprachen, als Sie sagten, das könnte erklären, weswegen diese Bildungslücke da aufklafft, wenn es um Europa geht. Vielen herzlichen Dank an Sie beide für dieses sehr interessante Gespräch.